Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Presse. Erlauben Sie mir, vor meinen Kollegen, den Anführern der BRICS-Staaten, ein Statement zu unserer Arbeit abzugeben. Die Tagesordnung des BRICS-Treffens war sehr voll und grundlegend und ist damit ein direktes Abbild der Vielfalt und Tiefe der Beziehungen unserer fünf Länder. Wie Sie vielleicht wissen, hatten wir heute Morgen ein Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern der BRICS. Wir haben unsere Sicht auf Wege zur Verbesserung der sozialen Sicherheit und zum Aufbau von Arbeitsplätzen ausgetauscht. Wir taten das unter Berücksichtigung der Bedeutung von staatlicher, gewerkschaftlicher und Unternehmenskooperation bei der Optimierung der Gestaltung des Arbeitsmarktes zur Wahrung der Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. Danach hatten die Staatschefs der BRICS ein Treffen mit dem Wirtschaftsrat unserer Organisation. Die Geschäftsleute erläuterten uns das Ergebnis ihres Treffens mit etwa 700 Teilnehmern, das am Rande des Wirtschaftsforums in Petersburg stattfand. Sie gaben uns Vorschläge für einen Ausbau der Kooperation im Handel, bei Investitionen und in der Technologie. Das Treffen der Staatschefs der BRICS fand im kleinen und großen Formaten statt, in einer traditionell freundlichen und konstruktiven Atmosphäre. Wir hatten detaillierte Diskussionen in großer Bandbreite, die die Kooperation in unserer Organisation betrafen, und verabschiedeten in Ufa eine Deklaration und einen Aktionsplan mit langfristigen Zielen für die Aktivitäten der BRICS im nächsten Jahr und darüber hinaus. Die Diskussion im kleinen Rahmen konzentrierte sich auf globale und regionale Themen. Das Treffen findet im Jahr des 70. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs statt und der Gründung der Vereinten Nationen. Diese Jubiläen erinnern die internationale Gemeinschaft an notwendige Anstrengungen, um den Frieden, Stabilität und Sicherheit zu erhalten. Die Wichtigkeit der Rolle der UN, der Einhaltung internationalen Rechts, des Respekts vor Prinzipien der Souveränität und der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten. Die Anführer unserer Nationen stimmen darin überein, ihre Außenpolitik innerhalb der BRICS abzustimmen. Unsere Länder werden ihre Zusammenarbeit mit der UNO fortsetzen, ihre regionalen und fachlichen Strukturen und Foren. Wir widerstehen dem sich verbreitenden Angriff durch Terrorismus und Extremismus, dem Wiedererstehen der Nazi-Ideologie, kämpfen gemeinsam gegen den Drogenhandel und die Piraterie und für Sicherheit im Internet. Wir haben uns detailliert mit der Situation der Weltwirtschaft beschäftigt. Wir sind in Sorge wegen der Instabilität der Märkte und der Preise für Energie und Rohstoffe und der hohen Staatsschulden großer Länder. Unter diesen Bedingungen werden die BRICS-Staaten ihre eigenen Ressourcen und Reserven intensiv nutzen. Die russische Präsidentschaft hat eine enge Koordination der makroökonomischen Zusammenarbeit der BRICS vorangebracht. Unsere Partner haben unsere Vorschläge für einen Ausbau des gegenseitigen Handels und staatliche Investitionen unterstützt. Das Ergebnis spiegelt sich in der Strategie der Zusammenarbeit der BRICS bis 2020. Die fünf Nationen werden ihre Praxis der Angleichung ihrer Aktivitäten in der G20 fortsetzen. Auf dem kommenden G20-Treffen in der Türkei werden wir wieder ein paralleles Treffen der BRICS-Staatschefs abhalten. Wir unterstützen vorbehaltlos die Präsidentschaft Chinas bei den G20 in 2016 und werden für eine Reform der globalen Finanz- und Wirtschaftsmärkte werben.
Wir arbeiten an einer Ausweitung der Rolle der sich stark entwickelnden Wirtschaften im internationalen Währungsfonds. Währenddessen schafft sich die BRICS eigene Finanzstrukturen. Beim erweiterten Treffen waren wir Zeuge der Fertigstellung der neuen Bank und des Währungsreservepools mit einem Volumen von 200 Milliarden US-Dollar. Er ist in Kürze voll einsatzbereit. Die neue Bank wird Großprojekte im Transport und der Energieinfrastruktur und industriellen Entwicklung initiieren. Wir planen eine langfristige Liste spezifischer Projekte, eine Roadmap der gemeinsamen Investitionen bis zum Jahresende. Die BRICS-Staatschefs unterstützen auch die Bemühungen der russischen Präsidentschaft bei der humanitären Kooperation. Eine Vereinbarung über eine kulturelle Zusammenarbeit wird aktive Kontakte zwischen unseren Ländern bedeuten. Um den Austausch in der Bildung und Wissenschaft auf Basis unserer Top-Universitäten zu verstärken, gründen wir eine BRICS-Netzwerk-Universität. Wir hoffen, dass die Foren der Zivilgesellschaft, der Jugend und der Parlamente, die dieses Jahr zum ersten Mal stattfinden, zu einer regelmäßigen Einrichtung werden. Die Agenda der BRICS endet nicht hier. Es wird ein weiteres Treffen mit den Staatschefs der Shanghai-Organisation und der Eurasischen Wirtschaftsunion geben. Dieses gemeinsame Treffen wird die wertvolle Praxis, die von unseren südafrikanischen Freunden ins Leben gerufen wurde, fortsetzen. Vor 2 Jahren in Südafrika diskutierten wir die Zusammenarbeit zwischen der BRICS und den afrikanischen Staaten. Letztes Jahr in Brasilien die mit Staaten in Lateinamerika. Heute die mit den Staaten Eurasiens. Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass unsere Arbeit in UFA uns bei der Entwicklung der Kooperation in der BRICS vorwärts gebracht hat. Unsere Organisation wird ihren Beitrag zur internationalen Sicherheit und Wachstum beitragen, zur Lösung der großen Herausforderungen von heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.